Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Haushalt 2024 war ein besonderer Haushalt. Das ist schon angesprochen worden, aber vielleicht auch aus einem Grund, den man noch mal betonen muss. Es ist der erste Haushalt seit 2010, seit der Zeit nach der Finanzkrise, in dem wieder echter und spürbarer Konsolidierungsbedarf bestanden hat. Dazwischen gab es das nicht. Jetzt ist das wieder so. Das allerdings unter durchaus erschwerten Bedingungen mit Krieg in Europa, mit globalen Unsicherheiten, Inflation, einem Zinsanstieg in beispielloser Geschwindigkeit, aber auch viel aufgestautem Reformbedarf, der auch mit und durch diesen Haushalt angegangen werden muss. Dass das nicht einfach ist, ist auf der Hand und ist ja auch sichtbar. Aber wenn man sich das Ergebnis anschaut, das heute hier zur Abstimmung steht, dann kann man mit Fug und Recht sagen, dass es gut gelungen ist und dass sich dieses Ergebnis auch sehen lassen kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ein Haushalt, der ohne neue Notlage auskommt, anders als in vielen, übrigens auch vielen unionsregierten Bundesländern, die 2024 weiter Notlagen in Anspruch nehmen. Das Defizit sinkt, die Schuldenstandsquote der Bundesrepublik insgesamt ist gesunken von 69 auf 64 und wir gehen in den nächsten Jahren die weiteren Schritte, nehmen die 60% in den Blick, die die europäischen Verträge von uns verlangen. Wir tun das als Stabilitätssignal nach Europa. Wir tun das auch als Beitrag des Staates zur Inflationsbekämpfung durch die Notenbanken. Aber ich will auch sagen, gerade auch, weil viele die hohen Subventionsprogramme in den USA immer wieder sozusagen anführen und erwähnen, es ist die Einhaltung der Schuldenbremse, unser Konsolidierungskurs ist auch ein Kurs, der uns neue Spielräume, Geld auszugeben, auf der Zeitachse verschafft. Die USA, nur mal zu den Zahlen, die USA müssen zurzeit bereits 2,5% ihres Bruttoinlandsprodukts nur für Zinsen aufgeben. Bei Deutschland ist es knapp mehr als 1%. Hätten wir eine Schuldenquote wie die USA, dann müssten wir in diesem Bundeshaushalt noch mal weitere etwa 35 bis 40 Milliarden Euro einsparen. Dass wir das nicht tun müssen, zeigt, wie stark die Schuldenbremse uns auch hilft, politische Schwerpunkte setzen zu können. Sie ist eine Stärke gerade auch auf der Strecke. Und das steht im Einklang mit den Investitionsnotwendigkeiten, die wir natürlich sehen. Wir investieren mit diesem Haushalt 40% mehr als noch 2019. Nur im Kernhaushalt, der Klima- und Transformationsfonds bleibt dazu zusätzlich als bedeutendes Gestaltungsinstrument erhalten. Die NATO-Quote wird erstmals überhaupt, seit es sie gibt, eingehalten, 2,1%, ein Erfolg, wo ich ausdrücklich sagen muss, das haben wir nur gemeinsam geschafft, auch mit CDU und CSU. Dafür vielen Dank. Aber wir sollten das auch positiv hervorheben, erwähnen und nicht relativieren. Das wäre mein Wunsch an dieser Stelle. Gleiches gilt für die Unterstützung der Ukraine. Da tun wir mehr als jedes vergleichbare Land im Eigeninteresse. Aber selbstverständlich ist es auch so, dass das andere eben auch tun könnten. Wir machen da eine ganze Menge. Und wir schaffen mit dem Startchancenprogramm ein neues Programm, um gerade auch für mehr Bildungsgerechtigkeit und Bildungschancen zu sorgen. Und das alles, obwohl wir gleichzeitig auch Entlastungen in diesem Haushalt eingeplant haben. Die kalte Progression wird komplett ausgeglichen, 15 Milliarden Euro für die arbeitende Mitte. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz schafft tolle steuerliche Bedingungen für Start-ups, für neue Ideen. Die Stromsteuer wird um 3 Milliarden Euro gesenkt für das produzierende Gewerbe, jahrelang nicht angefasst worden, unter sehr viel einfacheren Bedingungen, als wir sie heute haben. Wir machen das jetzt, weil es der richtige Weg für unsere Industrie ist. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wachstumschancengesetz liegt noch im Bundesrat. Es ist eigentlich kaum vorstellbar. SPD, Grüne und FDP wollen die Wirtschaft volle Jahreswirkung um 7 Milliarden Euro entlasten, und zwar gerade gezielt für Investitionen und Forschung. Und wir verlieren 2 Monate Zeit, weil ohne klar nachvollziehbare Begründung die Union den Verhandlungstisch verlassen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können nicht fehlende Planungssicherheit für Unternehmen montags beklagen und dienstags 2 Monate verspielen bei einem wichtigen Gesetz für mehr Investitionen in der Privatwirtschaft. Kehren Sie zurück zur Vernunft und vor allem an den Verhandlungstisch. Das ist der reinste Flohzirkus, den Ihre Ministerpräsidenten da abgeben. Jeder Flohzirkuspädagoge wäre angesichts dessen in heller Verzweiflung und Panik. Sorgen Sie dafür Ordnung. Helfen Sie uns, auch Entlastungen und Investitionen von Unternehmen voranzubringen. Dann haben wir insgesamt 2024 ein Jahr, in dem wir es schaffen, ohne die Schuldenbremse weiter auszusetzen, für mehr Investitionen des Staates und auch der Privatwirtschaft zu sorgen. Das ist das, was unser Land jetzt braucht. Ich werbe für Unterstützung um diesen Haushalt und bedanke mich sehr für die guten Beratungen.